Was ist das Besondere an dem Lied? Ja, ich mag es einfach, weil es hat für mich so einen Modern Talking Sound, was ich sehr erstaunlich fand. Dann sagen auch einige, dass man hört den Grafen raus, so ein bisschen die Molltöne, die er so drauf hat. Das fand ich aber toll, weil das mal eine andere Farbe ist. Und jeder, der so schreibt, auch wie der Graf eben, der hat natürlich auch eine eigene Art zu schreiben. Das soll man auch ruhig raushören. Aber ich finde es einfach trotzdem richtig toll, weil er hat einen schönen Hookline, einen schönen Refrain und hat einen schönen Ruf. Und dass wir auch ein paar Mixe gemacht haben, auch hier aus München, einer hat so einen ganz heavy Mix gemacht, der, wenn ich in Clubs laufen würde, wenn ich nicht das Kreuz auf der Stirn hätte, Schlagersänger Bernhard Brink, würde er in Clubs laufen, wo ich sagen, wow, das ist ja Wahnsinn. Aber wenn du so vorbezeichnet bist oder dein Weg vorgeschrieben ist, dann sagen die auch, nee, RTL, die können wir nicht spielen, weil es ja der Brink ist oder so, was ich eigentlich albern finde, aber so ist das nun mal in Deutschland. Man hat im Moment ja eher das Gefühl, dass die Radiosender eher eine Industrie kaputt machen wollen von Autoren, die Deutsch schreiben, Schlager schreiben. Das, ich kann nicht verstehen, dass auch in Bayern jetzt, wir sind ja hier gerade in München, ein Sender gibt mit 5 Programmen und keiner spielt mehr aktuelle Schlager. Das ist eigentlich ein Affront gegen die deutsche Sprache, gegen die Autoren, gegen die Interpreten. Kann ich nicht nachvollziehen. Da würde ich sagen, Stoiber, du, ey, du musst was geändert werden. Also, oder Franz muss hin, Franz Beckenbauer macht ja alles, holt so einen Werten für uns. Also da muss was passieren. Das kann das letzte Wort nicht sein. Gab es einen Titel in Ihrer Karriere, den Sie erst gar nicht singen wollten und zu dem Sie erst überredet werden mussten? Naja, es gibt ja viele Interpreten, die heute sagen, das Lied, das erste, Peter Maffay als Beispiel, der wunderbare Peter Maffay, hat sich mal geschämt für Du damals. Aber in dem Moment, wo man das macht, wo es so ein Erfolg wird, ist das doch schön. Man kann sich ja später erinnern, würde ich heute nicht mehr machen, das ist ja in Ordnung. Man soll ja zu den Sachen stehen. Und ich würde sagen, das Morgenfest war auch kein Highlight, was ich damals gemacht habe, als erstes. Und der Auftritt der Hitparade auch nicht. Aber das ist heute vergangen, kannst du heute überlachen. Und es war eben halt ein Zeitgeist. Das ist ja wie ein Schauspieler, der so einen Nacktfilm da gedreht hat, nach dem Motto, ich war jung, brauchte das Geld. Hast du einfach die ersten Sachen, du hast dich auch verändert in deinem Denken. In allem. Insofern ist das ja ganz normal, dass man auch ein paar Jugendsünden begeht und Dinge, über die man später lächeln kann. Insofern soll man ein bisschen mehr lachen. Das wäre, glaube ich, angebracht.